Stirb, Arabascha, Hacker, 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 Nodus, das habe ich genau gesehen, der hackt. Nein, Hex aus, please, mach den Hex aus. Ja, Mama, ich habe einen Hacker getötet. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Das müsste jetzt Episode 21 sein und ich möchte heute mal ein bisschen über mein 1000 Abonnenten Special reden und darüber wegen Shader und so. Ja, das war voll die geile, das geile Intro, aber es ist egal, denn ich habe nicht viel Zeit heute, deswegen muss ich es leider so lassen und naja. So, auf jeden Fall Shader. Ich habe letzte Episode mit Shader aufgenommen und ich habe gesehen, dass es einigen von euch echt gut gefällt, einigen aber auch nicht. Und mir ist persönlich selber auch gefallen, dass ich in Survival Games jedenfalls schlechter bin. Wenn ich Shader benutze, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es irgendwie an den ab und zu auftretenden Lags liegt oder ob es daran liegt, dass diese komischen Lichteffekte irgendwie das Sichtfeld ändern oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich damit nicht so gut spielen kann und deswegen werde ich ihn bei Survival Games nicht mehr benutzen, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich hübsch, also ich finde ihn echt schön und deswegen werde ich trotzdem noch damit spielen und zwar... Wenn ich jetzt zum Beispiel Hide and Seek aufnehme oder sowas, dann werde ich ihn da benutzen, weil, keine Ahnung, Hide and Seek ist an sich relativ zum Beispiel, also nur als Beispiel ist Hide and Seek. Hide and Seek ist relativ langweilig und da finde ich, ist der Shader schon eine richtige Erweiterung quasi, weil es dann doch etwas spannender wird und ist einfach schöner zum Angucken und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und außerdem jetzt ein Car-Special. Ich habe hier schon vor einiger Zeit meine 1000 Abonnenten geknackt und nochmal mega Dankeschön dafür. Das steht aber auch immer in der Beschreibung, dass ich euch dankbar bin. Ha, wisst ihr Bescheid? Aber ich habe noch nie ein wirkliches Special dafür gemacht und jetzt habe ich mir mal überlegt, was man denn so machen könnte. Und mir sind zwei Ideen gekommen, die ich eigentlich beide machen möchte. Ja, möchte ich beide machen. Und zwar ist es einerseits ein FAQ-Video, beziehungsweise ein Fragen- und Antworten-Video, nennt man das, glaube ich, zu Deutsch. Und ja, also sowas habe ich noch gar nicht auf meinem Kanal und ich finde, das fehlt irgendwie. Also es hat irgendwie echt jeder kleine, mega winzige, Einabonnenten-YouTuber hat das schon. Und irgendwie, das fehlt total auf meinem Kanal. Also ich werde auf jeden Fall ein FAQ machen. Das bedeutet, dass ich mal irgendwie, also es ist alles noch Planung und so weiter. Ich werde mal ein Video hochladen, das ich dann FAQ-Video oder so nenne. Und da werde ich dann halt sagen, wo ihr mir die Fragen hinschreiben könnt, halt zum Beispiel in die Kommentare oder wohin auch immer. Und dann werde ich in einem weiteren Video, dem FAQ, also quasi dem richtigen Special, werde ich dann einfach alle davon beantworten. Weil ich denke, dass sie euch interessieren, wenn ihr sie fragen solltet. Und den ersten hätten wir und, oh mein Gott, ein richtiges Barber-Team. Ich glaube, die haben mich insgesamt einmal gehittet oder so. Ja, läuft auf Hive. Ne, auf jeden Fall denke ich mal, dass das ziemlich cool ist, weil ihr könnt mich halt alles fragen, wirklich. Und ich finde das echt cool, weil wegen, es ist einfach so. Ihr könnt mich fragen, keine Ahnung, was war der erste Server, auf dem du Minecraft gespielt hast? Oder welche Augenfarbe hast du? Oder keine Ahnung, was hattest du zum letzten Mal in Deutsch für eine Zensur? Ja, und sowas halt alles. Ich finde das irgendwie ein bisschen cooler als diese ganzen Tag-Videos, weil es gibt ja einfach so viele Tags, irgendwie 20 Fragen, 30 Fragen, 1000 Fragen-Tag. Und irgendwie, keine Ahnung, die Fragen sind natürlich auch ab und zu ein bisschen cool, aber ich denke, die Fragen, die ihr mir stellt, sind besser oder cooler, weil sie euch einfach interessieren. Und ja, ich würde dann halt zum Beispiel jetzt, wir nehmen als Beispiel, dass Hans, Peter oder Adolf Hitler fragt, keine Ahnung, welche Augenfarbe hast du, dann sage ich das einfach in dem Video und erwähne euch dann, wenn ihr möchtet, wenn nicht, dann halt nicht, aber... Naja, also ich glaube, ihr wisst, wie das ablaufen sollte. Das ist ein FAQ-Video und ja, keine Ahnung. Ich finde, das fehlt auf meinem Kanal und ich finde es eigentlich cool für euch. Falls ihr irgendwas wissen möchtet, könnt ihr es mich fragen. Zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, dass viele von euch wissen wollten, was ich denn für ein PC habe, also Grafikkarte und so weiter. Und das könnt ihr mir dann unter dem Video, wo ich das dann sage, halt zum Beispiel als Frage stellen. Was hast du für ein PC, was für ein CPU, soll ich das alles mal sagen oder keine Ahnung. Also, na, ihr wisst Bescheid. So, und als zweites Special habe ich mir gedacht, dass ich den The High Flash Mob, das ich mache, als Special, weil ich finde, das ist echt ein gutes Special, weil ich einfach so viel mit euch dann machen werde, weil wenn wir Survival Games spielen, spiele ich mit 23 Abonnenten Survival Games und das ist, finde ich, schon ziemlich cool und das, ihr habt da auch was von. Und, ja, und deswegen habe ich halt auch zwei Special gemacht, weil ich finde das ja, ich würde das jetzt echt ein bisschen unfair finden für die Leute, die kein Hive Premium haben, dass sie halt gar nichts quasi von dem Special haben. Und dafür könnt ihr mir dann Fragen stellen oder so, keine Ahnung, ob das das gleiche ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, also ich überlege mir im Moment immer noch ein paar Hive Flash Mobs. Mir sind jetzt schon ein paar mehr nochmal eingefallen. Mein Handy vibriert gerade, da sollte ich mal raufgucken, weil ich so mega handysüchtig geworden bin. Dazu kann ich eigentlich auch nochmal was erzählen, aber erst gleich. Auf jeden Fall, ja. Also, FAQ
und Hive-Flashmob als Special, denke ich mir so. Und viele von euch fragen immer wieder, wann kommt denn jetzt der Flashmob? Ich habe es wirklich nicht vergessen, aber es braucht halt erstens Zeit und zweitens, lass ich mir gerne damit Zeit, weil, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht überstürzen oder so. Was will der Typ da eigentlich? Okay, ich habe bessere Ausrüstung. Ich sollte ihn eigentlich klatschen. Obwohl ich im Moment echt richtig schlecht im PvP bin. Also ich glaube, das habt ihr in den letzten Episoden auch schon gemerkt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich morgens oder mittags jetzt, es ist ja mittags, richtig sacke im PvP. Ihr habt es gesehen. Der Typ scheint mir ein Araber zu... Und jetzt kriege ich einen Lagback. Das ist natürlich scheiße. Ich weiß nicht, ob das ein Araber ist, kommt mir so vor wegen diesen komischen Namen, wobei dieses Itz, auch viele Deutsche benutzen, aber dieses Itz FS1 oder so könnte arabisch sein. Ich glaube nicht, dass Araber so einen guten Ping haben, dass sie mich so heftig bashen können. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach lieber ein bisschen weg und überlege mir in der Zeit, über was ich noch reden könnte. Ja, also, keine Ahnung. Ich bin handysüchtig geworden. Ich weiß nicht, ob ich... Egal, ich erzähle euch jetzt einfach YOLO. Dann sind noch zwei Leute, die bin ich mal in den Kampf mit ein. Na? Die laggen beide. Wenn er jetzt nicht auf die geht, dann ist er ein Targeter. Kleiner, elendiger. Oh, das ist ein Team. Shit. Oh, nein, nein! Oh, ich bin reinge... Hacker, Hacker, er hackt, er hackt, er hackt. Der Typ mit dem Goldheim hackt. Nein, Lagback! Nein! Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Guck mich nicht so an! Lauf! Hacker, Hacker, Nodus, Report, Enjoy Ban. Scheiße. Der hackt ohne Spaß, der Typ hackt. Der ist am Hacken und der hier auch. Araber, Araber. Auf die 1. Oh, ja, der ist am Hacken. Der Typ ist so am Hacken. Der Typ ist heftiger am Hacken als meine Oma. Und die hackt nicht mal. Komm, bitte, bitte, ja. Er brennt, er brennt, er brennt. Komm runter, komm runter. Ha, ja, Hacker, stirb. Nein, stirb. Nein, jetzt ist er low, dieser doofe Hacker. Den muss ich jetzt töten, den muss ich einfach bekommen. Den muss ich einfach bekommen. Nein, wie er einfach die Angel auch spammen kann. Und wie einfach niemand hinter mir ist, nice. Komm, bitte. Stirb, Arabascher, Hacker, 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 Nodus, das habe ich genau gesehen, der hackt, der hackt, der hackt. Ich habe ihn gesehen, wie er hackt und ich will ihn töten. Nein, Hex, Hex aus, please, please, mach den Hex aus. Ja, Mama, ich habe einen Hacker getötet. In Minecraft. Ja, dieser Dreckige. Oh mein Gott, ich bin einfach so richtig behindert, ne? Ohne Spaß. Scheiß Hacker, ohne Witz. Oh mein Gott. Und ich schreie einfach rum, hoffentlich. Wenn meine Mutter jetzt reinkommt, dann lasse ich das einfach drin, weil es bestimmt mega lustig wird. Oh mein Gott. Dieser Hacker, ich muss mal kurz mein Headset wieder reinmachen. So. Denn ich spiele immer mit Handykopfhörern, weil wegen, ich weiß auch nicht wieso. Oh mein Gott, dieser Hacker. Ohne Spaß, ich lade das scheiß Video jetzt einfach hoch, weil es witzig war und weil es informativ war und ich sowieso schlecht in PvP bin, also ist egal, wenn ich sterbe. Ja, boom, Ende im Gelände. So, jetzt haben wir auch einen Bogen, nice. Und da hätten wir 5 Leute noch und das ist Deathmatch, ja geil. Aber Hive läuft. So, jetzt machen wir uns mal Brotte. Das ist nämlich brutal, die Brotte. Mir ist auch aufgefallen, dass ich ziemlich komische Akzente manchmal oder ziemlich komische Sprechweisen quasi habe. Zum Beispiel dieses von Broken Thumbs TV, das, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber ich glaube, ihr wisst oder einige von euch wissen zumindest, was ich damit meine. Und mir ist irgendwie, es ist mir zu viel geworden. Das macht irgendwie jeder irgendwie, der, keine Ahnung, der fängt da mit den Wörtern an, die sie benutzen, irgendwie Fotzenfigur, haben eine ganze Zeit lang richtig viel gesagt. Und andererseits machen auch ziemlich viele diesen Slang quasi von Teddy Comedy nachher, also mit, du bist brutal. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das, ihr könnt ja mal euch selber überlegen, ob ihr das gut findet, weil ich persönlich finde Videos auf Hochdeutsch irgendwie langsam schon ansprechender als diese Slang-Videos und deswegen versuche ich jetzt auch einfach mal Hochdeutsch zu reden in meinen Videos. Manchmal mache ich diesen Slang, aber wenn ich mich verspreche, damit es nicht so rüberkommt, aha, ich bin ganz schlauer. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist voll das kranke Video, weil ich einfach ein richtiger Bastard, also, ne, ich bin einfach manchmal echt witzig. Heute bin ich zum Beispiel, habe ich einen richtig witzigen Tag heute, ne, merkt ihr schon selber, ich bin richtig lustig heute. Können die mal beefen, so ein bisschen? Beefen die sich überhaupt oder sind die im Team? Oh mein Gott. Die gehen nicht ehrlich beide runter, oder? Dann ohne ich jetzt erstmal den anderen hier weg. Oh, Hex. Hex, Hex. Oh, Hex. Und zack. Nein. Der andere schießt auch auf mich. Aber den haben wir fast. Stirb. Nice, okay, den haben wir. Hat er noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Ich glaube nicht. Ah, eine Kettenhose. Oh, nein.
Nein, don't shoot at me. Please, das und das. So. Ja, ich sacke im Moment richtig heftig im PvP. Und es ist jetzt einfach ein Team. Ja, leck mich doch. Im Finale ein Team. Okay, dann habe ich wenigstens eine Ausrede, warum ich sterbe. Yay. Ist doch auch was Gutes. Komm mir nicht zu nah. Er ist verbrennt. Und den anderen holen wir uns. Nein. Nice. Erster Schuss. Zweiter Schuss. Und dritter Schuss und... Okay, jetzt sind beide relativ low. Oh mein Gott, ich könnte das gewinnen. 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 Warum schluckt er so viele Pfeile wie seine dreckige Motte, dieser Bastard? Entschuldigung. Oh mein Gott, ich bin einfach so witzig heute. Oh Gott, ich bin einfach so behindert. Ich sollte das ehrlich mal lassen. Ich glaube, es macht nicht so viel Spaß, sich das Video anzugucken, wenn ich hier die ganze Zeit rumkreische, wie ich... Du so dreckigen... Nein, die gehen nicht rein. Die gehen nicht in dieses Loch. Die gehen nicht in dieses Loch. Die gehen nicht in dieses Loch. Ja, please. Please, fall runter. Nice, erster ist tot. Wo ist der zweite? Komm her. Hast du Angst vor mir? Wow! Gewonnen, ich bin so gut in dem Spiel. Mama, ich habe auch nur die Runde gewonnen! Hat sich das interessiert und ich hatte gerade voll den... Na. So, Leute, auf jeden Fall bin ich behindert. Und ich mache ein FAQ und den Flashmob als 1000 Abonnenten-Special. Und ich bin handysüchtig. Und die Moral von diesem Video ist, ganz einfach, schreibt in die Kommentare Hashtag... Hashtag Outlast, weil ich irgendwie gerade daran erinnere, oder mich daran erinnere, dass ich meine Klapsmühle gehen sollte, weil ich ein bisschen behindert bin und deswegen Outlast und so. Also schreibt in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Hashtag Outlast. Und ich hoffe, dass euch dieses behinderte Video soweit gefallen hat und es tut mir echt leid, dass ich so behindert manchmal war. Aber ich meine, ich habe ein Team im Deathmatch auseinandergenommen und einen Hacker und ich finde, das macht das wieder gut. Und naja, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, ciao.